Am 27. März 23 haben sich eToro zum 3DS-Shop für immer geschlossen. Das heißt, in Zukunft könnt ihr keine Spiele mehr im Shop erwerben. Was bedeutet das für die Zukunft vom 3DS und wie können wir das vielleicht umgehen? Das und mehr möchte ich in diesem Video beantworten und würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Also, viel Spaß mit dem Video, jetzt kommt das Intro. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist sowohl der Shop für den 3DS und für die Wii U seit dem 27. März 2023 nicht mehr verfügbar. Das heißt, ihr könnt keine Spiele und auch keine Software im Shop mehr kaufen. Vor ein paar Wochen bin ich durch Zufall auf ein Video gestoßen, wie man durch Homebrew trotzdem alle Spiele ohne Umständliches am PC anschließend bekommen kann. Und der drohende Shutdown des Shops und relativ viele Videos auf YouTube, die uns ja alle dazu aufgerufen haben, jetzt nochmal ordentlich alle Spiele im Shop zu kaufen, die man gerne haben möchte, haben mich dazu gebracht, mir die Sache mal genauer anzuschauen und mein 3DS zu modden. Vorab möchte ich sagen, dass Homebrew mit dem Guide, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, wirklich idiotensicher ist. Das kriegt jeder hin. Es ist nicht so einfach wie bei einer PS Vita, wo man einfach eine bestimmte Internetseite aufruft, aber fast genauso simpel. Ich werde jetzt hier kein Tutorial machen, also falls ihr gehofft hattet, ihr könnt hier im Tutorial euch auf Deutsch angucken, tut mir leid, das mache ich nicht. Dafür gibt es super Leute, die das gemacht haben. Wie gesagt, checkt die Videobeschreibung aus, da habe ich das Video verlinkt, mit dem ich das gemacht habe. Ich möchte eher darüber reden, wieso man das machen sollte, welche Vorteile das mit sich bringt. Und auch welche Probleme vielleicht. Ich denke, die größte Angst, die meisten haben, ist wahrscheinlich, was ist mit eurer Garantie vom 3DS und kann etwas Schlimmes mit dem 3DS passieren und vielleicht kann ich gebannt werden bei Nintendo, beziehungsweise komme ich vielleicht sogar ins Gefängnis oder kriege eine Anzeige. Zum Thema Garantie sollte eigentlich logischerweise klar sein, aber trotzdem, der 3DS könnt ihr nicht mehr im Laden neu erwerben, zumindest nicht auf dem üblichen Weg bei Mediamarkt, Saturn oder Amazon oder sonst wo. Eine Garantie fällt damit also sowieso schon mal flach. Die Herstellergarantie ist eigentlich schon lange erloschen. Kann die Konsole kaputt gehen durch Homebrew bzw. durch Modden? Das ist immer so eine Sache, die schwer zu beantworten ist. Letztlich kann jede Technik auch im Originalzustand kaputt gehen, dafür muss nicht erstmal gemoddet werden. Es gibt einige prominente Fälle, wie zum Beispiel Red Ring of Death fällt mir ein, bei der Xbox damals, Blue Light of Death, bei der PlayStation 5 sogar, Handy-Akkus, die geplatzt sind. Also Technik kann auch kaputt gehen, wenn ihr die ganz normal benutzt, wie man sie benutzen sollte. Und ja, es besteht natürlich ein Risiko, dass die Konsole sich aufhängt, weil da irgendwas nicht richtig funktioniert. Das Ganze ist ja nicht offiziell von Nintendo gemacht worden, sondern von Drittleuten. Aber die Chance ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. Ich habe jetzt wirklich schon viele Konsolen in meinem Leben gemoddet und da ist nie irgendwas passiert. Und wenn was passiert ist, konnte ich immer auf den Werkzustand zurücksetzen. Ich bin echt ein richtiger Pechvogel und bei mir lief eigentlich immer alles einwandfrei. Außerdem wird in dem Guide, den ich euch unten verlinkt habe, auch noch erklärt, wie man ein Backup macht vom 3DS. Und im allerschlimmsten Fall sollte die Konsole gar nicht mehr angehen und wirklich alles verloren sein. Die geht in Feuer auf, was nicht passieren wird, keine Sorge, aber gehen wir davon aus, der 3DS und vor allen Dingen der 2DS ist wirklich aktuell sehr günstig zu haben. Ich habe meinen zum Beispiel für unter 100 Euro noch bekommen. Ich habe einen New 2DS XL. Ich würde jetzt vielleicht nicht den 3DS XL in der Special Super Nintendo Variante oder der Zelda Variante modden, die 600 Euro und aufwärts kosten. Aber wie gesagt, ein 2DS oder ein 2DS XL oder einen alten 3DS, den ihr noch irgendwo rumfliegen habt, den solltet ihr ohne Risiko modden können. Wenn dann trotzdem irgendwas passiert, müsst ihr auch bedenken, wie viel Geld ihr spart durch die Spiele.
Die müsst ihr also gegenrechnen, die Spiele, die ihr alle umsonst bekommt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr euren 3DS also gemoddet habt mit dem Video, was ich euch unten verlinkt habe, dann solltet ihr jetzt Zugang zu einem neuen Shop haben. Hier findet ihr alle Spiele, die auch im eShop zur Verfügung standen und könnt die ganz normal runterladen. Keine Sorge, der 1 Megabyte Download Speed ist normal, den hatte ich auch. Da dauert ein 3,5 GB Spiel wie zum Beispiel Pokémon Ultra Sonne oder Ultra Mond schon mal eine Stunde. Was ich euch empfehlen würde, legt den nah an den Router, damit die Internetverbindung nicht verloren geht und schließt den an Strom an, weil, ich weiß nicht wieso, aber dieser Download, der zieht richtig Saft vom 3DS. Also in einer Stunde verliert er dann mal eben die Hälfte an Akku. Ich weiß nicht wieso das so viel zieht, aber es zieht ultra viel Akku. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie legal ist das Ganze? Und dazu muss ich sagen, ich bin kein Spezialist, was das angeht. Das ist eine arge Grauzone. Aber ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wenn ihr jetzt den 3DS nicht mit über 100 Spielen und einem Mod, mit dem Mod, also mit dem Homebrew-Mod, verkauft und damit Geld verdient bei eBay, dann sollte euch eigentlich niemand verfolgen. Allgemein möchte ich aber jeden dazu auffordern, sich die Spiele, wie zum Beispiel die Pokémon-Spiele, oder auch die Mario-Spiele oder die Zelda-Spiele oder euch als Retail-Fassung zu holen. Ich habe auch die allermeisten Spiele selber als Retail, weil ich aber auch ein Sammler bin, würde ich euch auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Ich würde mich extrem über Feedback freuen und ein Like auf dem Video. Wenn ich in Zukunft mehr zu dem Thema Homebrew machen sollte, ich habe jetzt schon einige Konsolen gemoddet und auch Homebrew drauf installiert, dann lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da. Haut einen Kommentar unten rein, was ich als nächstes homebrewen soll. Und wenn ihr vielleicht was dazu sehen wollt, wie ihr die DS-Spiele auf den 3DS bekommt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Haut den Like-Button rein und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.